Hi, danke für die freundliche Anmoderation und für die Einladung zu dieser Veranstaltung. Ich bin heute Nachmittag schon mal in diesem Zelt gewesen, da war es wegen der Fülle der Menschen sehr heiß. Vielleicht ist das gerade das große Geschenk an uns alle, dass wir wenigstens das nicht erleben müssen. Ich spreche normalerweise sehr viel über Klimaschutz, über Klimaaktivismus und über Schulstreiken, komme aber eigentlich in meinem Aktionismus und der Art und Weise, wie ich mich politisiert habe, sehr aus einer entwicklungspolitischen Perspektive. Und das erste Mal, dass ich mich mit Politik beschäftigt habe, habe ich mich mit Entwicklungspolitik beschäftigt und habe mir die Frage gestellt, wie wir es eigentlich schaffen, auf einer Welt, in der immer mehr Menschen leben, nachhaltig zusammenzuleben. Und 2015 haben Menschen diese ganzen Überlegungen, diese ganzen Ideen dahinter und auch die Zielsetzungen eingegossen in 17 Nachhaltigkeitsziele. Die erlebt man, die sind auch draußen hier an diesem Kuppelzelt in so bunten Kästchen eingemauert. Und wenn man sich diese Nachhaltigkeitsziele anguckt, habe ich oft das Gefühl, in dieser ganzen bunten Darstellung, in der Art und Weise, wie wir damit umgehen, hat man fast den Eindruck, das sind so ein bisschen so diese Ideale, die man da hat. Das ist so nice to have. Das sind halt diese bunten Ziele, die man sich mal gesetzt hat, weil das irgendwie schön ist. Und was man dabei vergisst, ist, dass diese Ziele kein nice to have sind. Das ist ein must have in dieser Welt. Diese 17 Ziele sind die Bedingung dafür, dass wir es schaffen, mit 7, 8, 9, 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten zusammenzuleben. Diese 17 Ziele sind essentiell, wenn wir sagen, wir wollen auf einer friedlichen Welt, auf der Menschen in Würde alt werden können, leben, brauchen wir diese Ziele. Brauchen wir diese Ziele als nicht eine Fantasie am Horizont, sondern ein Ziel, was wir in jedem Schritt, den wir politisch gehen, mitdenken. Alle 17 davon und alle 17 gleichermaßen, denn sie bedingen sich. Das heißt, ich glaube, wir müssen anfangen, Entwicklung anders zu denken und diese Ziele anders ernst zu nehmen und nicht zu feiern als was, wo man entwicklungspolitisch irgendwie mit fantasieren kann, sondern als etwas, was in politische Entscheidungsprozesse gegossen wird. Bisher sieht es miserabel aus mit diesen Zielen. Wir sind nicht on track, sagt man. In keinem Land der Welt sind die Geschlechter heute gleichberechtigt, obwohl das eins der Ziele ist, was heute schon erreicht werden sollte. Und die Gleichberechtigung der Geschlechter ist auch eine Bedingung für jedes weitere Ziel. Das siebte von diesen Nachhaltigkeitszielen ist das Ziel, dass alle Menschen auf der Welt universellen und nachhaltigen und verlässlichen Zugang zu Energie haben sollen. Und auch das ist bisher nicht erreicht und auch da sind wir nicht on track. Wenn wir in dem Tempo weitermachen wie bisher, werden 2030 650 Millionen Menschen keinen verlässlichen Zugang zu Energie haben. 650 Millionen Menschen, muss man sich mal vorstellen, ist gigantisch und davon wird der größte Teil in Subsahara-Afrika leben, in einem Teil der Welt, der es ohnehin sehr, sehr schwer hat. Wir sind nicht gut genug da drin. Und es ist verlockend, gerade bei dem Ziel Energie weit weg zu gucken. Wir gucken irgendwie nach Asien, wir gucken nach Afrika, wir gucken dann vielleicht auch so ein bisschen nach Indien und China und sagen, boah, die machen es nicht gut, die haben es schlecht, aber man guckt auf gar keinen Fall vor die eigene Haustür, weil das ist, was Entwicklung für uns ist. Entwicklung ist was, was in der Ferne passiert, was Länder machen, wo Menschen leben, deren Sprachen wir nicht verstehen und deren Hautfarbe wir nicht haben. Das ist für uns Entwicklung, klassischerweise. Es ist genau dieses siebte Ziel, was uns mit einer Radikalität und mit einer Wucht vorhält, dass wir das massiv missverstehen, was Entwicklung ist. Es gibt kaum ein Entwicklungsland auf der Welt, was so viel Kohle verballert wie Deutschland. Es gibt kaum ein Land der Welt, was energiepolitisch ein solches Entwicklungsland ist wie Deutschland. Denn es gibt kaum ein Land der Welt, was pro Kopf so viele Emissionen verhaut, in die Atmosphäre lässt, wie Deutschland. Das ist kein Ziel, was wir hier leben. Das ist nicht die Höhe der Entwicklung, sondern es ist Entwicklungsstand. Und viele Länder im globalen Süden machen es schon deutlich besser als Deutschland. Das heißt, wenn wir das siebte Entwicklungsziel ernst nehmen, dann müssen wir genau hier anfangen, vor der eigenen Haustür. Und dann müssen wir an den Orten anfangen wie Hamburg und zeigen, was passieren muss. Das heißt, wir müssen in Hamburg den Kohleausstieg durchdeklinieren, bevor wir anfangen, über Indien und China zu lästern. Und wir müssen in Deutschland sichergehen, dass Menschen Zugang zu nachhaltiger, sauberer Energie haben, um überhaupt erst möglich zu machen, dass wir diese Ziele erreichen können. Natürlich ist es wichtig, dass alle Menschen auf der Welt Zugang zu Elektrizität haben. Das ist essentiell für jede Entwicklung.
Aber es muss hier anfangen, dass wir zeigen, wie sauberer Zugang zur Energie überhaupt funktionieren kann. Und das ist bisher eine Katastrophe, auch in Deutschland. Und tragischerweise wird es so sein, dass wenn wir in Deutschland es nicht schaffen, dieses siebte Entwicklungsziel einzuhalten, wenn wir es nicht schaffen, bis 2030 nachhaltigen Zugang zu Energie zu garantieren, und es bedeutet in Deutschland auch zu sauberer Energie zu garantieren, dann steht es richtig schlecht um den Planeten. Wir sprechen ganz viel mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die uns alle sagen, was in Deutschland passiert, ist nicht nur irgendwie was, was einen kleinen Teil, 1% der Menschen betrifft auf der Welt. Was in Deutschland passiert, hat eine Signalwirkung für alle anderen Länder auf der Welt. Das haben wir niemals deutlicher erlebt als Anfang der 2000er, als ein Solarboom, der von Deutschland ausging, die Energiewirtschaft auf der Welt transformiert hat. Komischerweise nehmen wir uns seitdem sehr zurück und denken, huch, aber hier leben doch nur so ein paar Menschen und in China und Indien leben viel mehr Menschen und die haben auch mehr Kohlekraft als wir. Bullshit. Was in Deutschland passiert, ist entscheidend für die Welt. Und wenn wir in Deutschland entscheiden, starke Signale zu senden in Richtung Erneuerbare, in Richtung Kohleausstieg, in Richtung echte, saubere Energie für alle, dann hat das gigantische Auswirkungen auf die Welt. Und welchem Land könnten wir vorhalten, es doch bitte besser zu machen als wir, wenn wir es selbst nicht auf die Kette bekommen? Der Arbeitsauftrag ist klar. Wenn wir Entwicklung denken, müssen wir hier anfangen. Dann müssen wir hier mit der Energie anfangen. Wenn wir das siebte Entwicklungsziel ernst nehmen, dann steigen wir hier so schnell und nachhaltig, wie es irgendwie geht, aus der Kohle aus. Das bedeutet in Deutschland 2030, das geht in Hamburg zum Beispiel noch schneller, in einer so reichen Stadt, in der die Energieversorgung theoretisch möglich wäre. Auch grün, erneuerbar, nachhaltig. Und dann erst, wenn wir das gemacht haben, dann sollten wir uns mit aller Energie in den globalen Süden wenden und dort die Hände ausstrecken. Nicht überheblich, arrogant, wie wir das 100 Jahre gemacht haben, sondern in aller Freundschaft, mit Respekt und Vertrauen und Verständnis für andere Gegebenheiten zeigen, darlegen, vielleicht zur Hand gehen, wie man da Energietransformation anders denken kann, wie der globale Süden die Fehler, die wir gemacht haben, nicht noch wiederholen muss. Und genau das ist unser Auftrag. Entwicklung passiert überall auf der Welt, aber die muss eben auch hier passieren. Genau hier vor unserer eigenen Haustür in Hamburg. Dafür braucht es uns alle, die das machen, denn es ist keine technologische Frage, sondern eine politische. Es ist der politische Wille, den wir brauchen hier in Deutschland. Die Innovation haben wir direkt. Die Innovation des 21. Jahrhunderts sind Solarenergie, Photovoltaik, Wind und Geothermie. Wir brauchen jetzt den politischen Willen, das alles umzusetzen. Die technologischen Fragen sind geklärt, aber jetzt müssen wir uns richten an das Rathaus hinter uns, an den Bundestag, an die Parlamente in diesem Land, das wirklich werden zu lassen. Und dann mit vollem Krach, mit ganz, ganz viel Sympathie und Freude und Liebe an alle Länder der Welt, um gemeinsam dieses siebte Entwicklungsziel und auch alle 17 Entwicklungsziele Wirklichkeit werden zu lassen, weil es eben nicht ein Nice-to-have ist, sondern ein Must-have. Vielen Dank.